Hallo, hallo und willkommen bei einem neuen Video mit eurem Xaro. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute was ganz Tolles erlebt, nämlich ich darf den kleinen, großen, besser gesagt, Cadillac CT6 fahren. Und danke erstmal, vielen Dank Geigercast, dass ich das mal probieren durfte. Und ich bin ja, ihr wisst ja alle, dass ich Cadillac liebe. Ah, Cadillac, das ist einfach ein Auto, das, ich weiß nicht, ganz anders ist als jedes Auto, das man so kennt. Und ja, ich habe gedacht, ich muss euch wenigstens ein bisschen dran teilhaben lassen. Und das ist einfach ein Traum von Auto. Also es fährt sich geil, es hat genug Power, es reicht. Also ich bin natürlich ein bisschen was anderes gewohnt, aber es reicht. Und sehr eindrucksvoll ist die Mehrlenkerachse, sprich hinten lenkt es auch mit. Voll geil, weil das Auto ja relativ groß ist, ist es ganz praktisch, wenn man in der Stadt ist oder sowas und man dann besser um die Kurven kommt. So, ich zeige euch mal von innen das nette Teil. Also, ich fand ja den CTS, genau, den ich ja auch schon Probe gefahren bin, nicht so nobel. Ich weiß nicht, irgendwie hat es nicht so ganz gepasst. Ich war nicht ganz hundertprozentig zufrieden. Und das hier ist jetzt natürlich wieder hier echt Highlight hier. Das fühlt sich alles wieder schön an. Das Display ist wirklich geil gemacht. Dann haben wir hier so ein schönes Touchpad, was für hier zuständig ist. Da kann man hier schön dann hier so sein Finger da bewegen und dann hier so die Dinger da anvisieren. Was mir auch gut gefallen ist, dass hier diese Front hier, das Cockpit auch komplett digital ist und wirklich alles Mögliche sagt, was gerade momentan so am Auto abgeht. Und es ist so ich glaube, das nennt man schon halbautonom. Sprich, wir haben hier so ein Auto-Hold-Button, wodurch das Auto die Spur automatisch hält. Sprich, ich muss nicht mehr lenken. Ganz witzig. Fühlt sich komisch an. Aber irgendwie cool, genau. Dann kann er auch automatisch bremsen und ja, wenn man aus Versehen die Spur verlässt, dann zieht er wieder gerade. Also das ist wirklich ganz geil. Dann haben wir hier auch Doppelpanorama Schiebedächer. Also wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr nobel. Also mir gefällt es sehr gut. Ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich mit meiner anderen Kamera bin. Genau. Was auch krass ist, 34 Lautsprecher. Ist jetzt nichts Besonderes, ist zwar geil, klingt ganz angenehm, aber ist jetzt nicht so, wo man sagen würde, hat man noch nicht so erlebt. Auch hier so, wie sich hier alles anfühlt, hier Alcantara oder wie man das nennen mag, also wirklich sehr schön, man sitzt auch schön in die Sitze, was auch saugeil ist. Ich versuch's mal, warte, Moment, ich mach mal zu, damit wir an den Knopf kommen, wir haben Massagesitze und man kann hier wirklich 1000 Sachen einstellen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Bereich auswählen. Und dann kann ich sagen, in dem Bereich hier, wo muss ich ihn dann drücken? Achso, da kann ich manuell. Aber irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr, wo der war. Hier, genau. Da kann ich zum Beispiel hier dehnen. Dann kann ich auch auf Lendenwirbel. Ich kann nur die Schulter massieren. Also das ist ja Wahnsinn. Hier rollen. Das ist schon geil und es fühlt sich echt gut an. Also ich habe schon mal in so einem Auto gesessen mit Massagesitz. Das war jetzt nichts Besonderes, aber das fühlt sich gut an. Und vorne und hinten, wohl bemerkt, also das ist wirklich schon nicht schlecht. Dann Kofferraum. Der hat hier unten so einen kleinen netten Sensor. Hat man vielleicht schon mal in der Fernsehwerbung gesehen? Ist klar, dass das jetzt nicht funktioniert, gell? Ist ja klar. Ich hol mal den Schlüssel. Vielleicht geht's mit Schlüssel. Wenn ich den bei mir habe oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich muss den Schlüssel dabei haben. Genau, so geht er auf. Er geht auch wieder so zu. Sprich, ich habe meine Hände voll. Keine Ahnung, zum Beispiel durch Kameras oder so. Man muss vielleicht den Punkt erst herausfinden. Also man kann hier natürlich auch anders dazu machen. Jetzt dreht sich. Ah, jetzt hat es funktioniert. Okay. Hinten massig Platz. Also ich bin ja nicht gerade der kleinste Mensch und bin auch relativ weit hinten. Und man hat trotzdem noch mega viel Platz. Hier haben wir schöne Bildschirme. Ich weiß jetzt nicht, wie man die aufkriegt, aber irgendwie werden die schon aufgehen. Keine Ahnung. Was muss man da drücken? Ich weiß es nicht. Muss man hier was drücken? Nö. Nee. Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach runterziehen? Nee. Vielleicht muss man das vorne irgendwo machen. Das ist zum Verstellen.
Lüftung hier oben, Rollos, das ist wirklich schick. Achso, hier, da kann man auch Lüftung der Sitze einstellen. Was ist das? Achso, das ist für die Rollos. Aha. Ja, ich habe es jetzt hier hinten, saß ich noch nicht. Mal gucken. Also er hat gesagt, er hat Bildschirme hinten, aber ich weiß jetzt nicht, wie man die Bildschirme aufmacht. Aha, okay. Ich kann auch bestimmen, wenn das Rollo wieder runter soll auf der anderen Seite. Dann haben wir hier so schöne Schieberollos. Wirklich nett. Was ist das hier? Wir haben hier so einen Knopf hier. Keine Ahnung. Lüftung für die Sitze. Ich weiß nicht, wie das hier jetzt funktioniert, wie man die hier rausholt. Aha, vielleicht damit. Schauen wir mal. Das ist nur für die Klima hinten. Da ist irgendwie so ein Fach, ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht berichte ich euch noch darüber. Aber wirklich tolles Auto, also wirklich sehr beeindruckend. Also, puh. Was mir noch einfällt, ist der Rückwärtsgang, der ist nämlich auch ganz cool. Wenn man jetzt hier so schön in den Rückwärtsgang schaltet, der zeigt einem das Auto von oben und natürlich auch die Rückansicht. Wirklich voll cool, finde ich nicht schlecht. Also das macht schon Sinn. Die Massagesitze. Ja, ich fahre jetzt noch eine Runde. Ciao, ciao.